Es kann nur einen geben. Dieses berühmte Filmzitat war Motto im Bundesleistungswettbewerb des deutschen Handwerks. Natürlich gab es bei Kfz-Mechatronikern wie Automobilkaufleuten am Ende nur einen strahlenden Sieger. Aber alleine die Teilnahme wies schon höchste Qualität unter den Teilnehmern aus. Denn jedes Bundesland durfte für den jeweiligen Beruf nur den oder die Beste schicken. Für Rheinland-Pfalz war es bei den Kfz-Mechatronikern Björn Naas. Wie er und die anderen abgeschnitten haben, dazu gleich mehr. Sie haben geschraubt, geprüft und sich das Hirn zermartert. Denn unter den Besten der Besten verzeihen die Prüfungen keine Fehler. Im Metall- und Technologiezentrum der Koblenzer HWK galt es für die Mechatroniker an 16 Stationen ihr Können zu zeigen. Was überwog? Die Ehre teilzunehmen oder einfach nur Stress? So, als man mich gefragt hat, wollen Sie das Land Niedersachsen vertreten, das war halt schon eine nette Frage. Ja, das ging ja eigentlich recht spontan. Das war auf dem Leistungswettbewerb dann auf Landesebene und dann, ja, habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet, dass ich da auch gewinne und dann, ja, dann ging das eigentlich Schlag auf Schlag und dann haben sie gesagt, ja, wäre schön, wenn du da mitmachst. Ja, ist schon was Besonderes, also habe ich eigentlich auch gar nicht mit gerechnet, als die Einladung kam nach meiner Prüfung zum Leistungswettbewerb, ich glaube, das war die Kammerebene, ja, genau, bin ich einfach mal ganz unverhofft hier hingefahren und hab mir gedacht, ich kann da nichts verlieren. Hab teilgenommen, ja. Dann bin ich halt weitergekommen und es ist schon echt eine spannende Geschichte. Ich habe zu den letzten Wettbewerben schon viel mitgenommen an Erfahrung und bin froh, dass ich jetzt hier sein kann. Normalerweise verbaut Björn am Nürburgring Kabelstränge in waschechte Rennwagen. Hier im Wettbewerb ging es um vielschichtige Problemlagen. Es ist anders als im Alltag, würde ich mal sagen. Einfach durch die Prüfungssituation allgemein hier. Man steht unter einem anderen Zeitdruck als in der Firma. Hier muss man halt in 20 Minuten fertig sein oder versuchen, das in 20 Minuten zu schaffen auf jeden Fall. Ja, wenn es in der Firma 10 Minuten länger dauert, dann ist es halt auch nicht so schlimm, gell? Und die Aufgaben haben es auf jeden Fall schon in sich. Ein bisschen Stress war ganz im Sinne des Erfinders. Das ist auch so gewollt, dieser Zeitfaktor, weil es dann im internationalen Wettbewerb genauso zeitbezogen auch vorangeht. Es ist also gewollt, einen Wettbewerb durchzuführen. Das ist keine Prüfung, sondern wir sollen natürlich den Besten rausfinden. Um die Besten der Besten küren zu können, war die Wettbewerbsvorlage klar definiert. Nämlich knifflige technische Aufgaben unter Druck lösen zu können. Mittendrin war die Stimmungslage aber eher zuversichtlich. Ich will nicht spekulieren, aber ich denke bis jetzt ganz in Ordnung. Also es gab da vorne jetzt eine Ruhestromprüfung, das kommt halt auch im Alltag öfter mal vor. Dann hatten wir hier vorne eine Durchsicht einfach für den Kunden. Also Sachen, die ganz normal aus dem Berufsalltag sind. Ich habe jetzt schon Fahrwerk und Hochvolt und eine Motormechanikaufgabe gemacht. Ich habe bisher 4 Stationen gemacht, also die ersten 4. Kam ein Teil, war Hochvolt. Kam denn vor, das quasi mit Hybridautos ein Hybridauto freischalten, um daran arbeiten zu können. Eine Achsvermessung musste ich machen, beziehungsweise eine Achs überprüfen, auf Spiel prüfen, ob die Räder noch gerade stehen. Und einen Motor vermessen musste ich machen, ja. Während die Teilnehmer eine nach der anderen Station abarbeiteten, schauten auch immer öfter die Prüfer mit kritischen Augen auf die oft sehr cleveren und fachgerechten Lösungsansätze. War hier die Champions League des Handwerks am Start? Im Prinzip schon, zumindest mal für die Gesellen. Weil dann drauf kommt ja noch der Meistertitel. Aber für die Gesellen ist das schon eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu setzen. Denn wir haben hier verschiedene Fahrzeugtypen, verschiedene Fahrzeugklassen und mit verschiedenen Testern verschiedene Fehler im Bereich Mechanik, Fahrwerk, Bremse und jede Menge Elektrik, Komfort und eine Station Hochvolt, was das neue Thema der Mobilität betrifft. War denn die Fehlersuche realistisch oder eher von Prüfungserfordernissen geprägt? Nein, das sind alles reproduzierbare Fehler, die auch in der tatsächlichen Praxis so vorkommen oder vorkommen können. Es ist also nichts herbeigezaubert, sondern es ist schon praxisnah, dass man sich da wiederfindet. Nach einigen Stunden konzentrierter Arbeit und der intensiven Beratung der Jury war es klar. Der Platz 1 geht nach Baden-Württemberg. Ich habe auf jeden Fall nett damit gerechnet, ja. Also für mich war das jetzt relativ spontan und überraschend, dass ich das jetzt geworden bin heute Abend. Also heute Morgen war es echt stressig, also total aufgeregt gewesen und so. Und dann, nachdem man halt die ersten Prüfungen da gemacht hat und dann halt auch Erfolgserlebnisse gekriegt hat oder erhalten hat,
wurde es dann immer leichter, aber gegen Nachmittag wurde es dann schon nochmal anstrengend und dann war das Ganze halt auch einfach langwierig, ja. War mal froh, wo es vorbei war dann letztendlich. Zwar nicht den ersten Preis, aber eine einmalige Erfahrung konnte der Rheinland-Pfälzer mit nach Hause nehmen. Und auch tröstende Worte aus berufenem Mund. Also ich fand es im Nachhinein schon eine große Herausforderung. War schwieriger, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, im Vergleich zu dem Landeswettbewerb und dem Kammerwettbewerb. Ich hatte an einigen Stationen schon zu beißen. Aber ja, dafür waren wir alle hier, um halt genau das zu machen, um uns hier durchzukämpfen und ich denke, das haben alle gut gemacht, manche halt auch sehr gut. Die da sind, sind ja schon alle Sieger, egal welchen Platz sie heute gemacht haben, sind in ihren Landeswettbewerben schon Sieger gewesen und umso schöner ist es, dass sie sich auch den Bundeswettbewerb noch stellen, gehört ja doch ein bisschen Mut zu und man muss auch ein bisschen Zeit dazu aufwenden. Also alle, die da waren, denen wünsche ich natürlich einen tollen weiteren Lebensweg, am besten natürlich im Kfz-Handwerk, weil doch sehr, sehr viele auch das Handwerk verlassen, leider. Und für die anderen, die nicht hier sein konnten und für die, die in den nächsten Jahren sich darum bewerben, kann ich nur Mut zu sprechen, da wirklich Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und am Leistungswettbewerb teilzunehmen. Als nächste Station könnte nach Einschätzung des HWK-Präsidenten durchweg für alle Teilnehmer der Meistertitel auf dem Programm stehen. Das sind hervorragende Bedingungen bei uns im Haus. Und gerade noch gesagt, wer letzte Woche da war bei der Nacht der Technik, konnte sich ja auch davon überzeugen, welche tollen Kfz-Werkstätten wir haben und auch die Ausbilder, die hier sind. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Koblenz sehr zentral liegt und wie gesagt, dass wir ein tolles Haus haben. Die Kfzler sind auch sehr, sehr gerne bei uns willkommen. Also es ist ein schönes Miteinander. Dieses schöne Miteinander kann vielleicht schon im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Denn als Austragungsort für den Bundesleistungswettbewerb 2019 ist Koblenz im Gespräch.